Hallo Leute, willkommen zurück zu Part 5 Let's Play Minecraft Survival mit Sergeant Spider-Kill. Ja, wir waren jetzt im vorigen Part im Nether. Wir haben dann noch zweifelhaft am Ende noch Glowstone gefunden. Sieht man ja an der Einrichtung hier. Ich glaube, die Nether-Ziege wird irgendwann Oma verbauen, aber erstmal nicht. Heute geht es darum, uns mal ein Gärtchen zu bauen. Da werde ich erstmal sofort loslegen, werde erstmal, ja, dumm stehen und raten. Ich baue mir am besten durch Schwarzeichenholz Zäune. Als allererstes brauche ich Stöcker, ja, und ein bisschen Cobblestone. Und werde jetzt fein, Axt habe ich schon mal. Dann brauche ich hier mit meiner Nether-Poté hier meinen Kleingarten. Möchte auch ein bisschen weiterkommen. Ich weiß, es gibt als Player, die zocken viel besser als ich. Das ist ja auch gerecht. Jeder hat seine Talente. Ich habe zum Beispiel keine. Naja, ich habe keine besonderen, also habe keine besonderen Talente. Kann weder Bücher schreiben, weder Comics zeichnen. Das kann ich alles gar nicht. Kann auch nicht singen, kann nicht tanzen, bin nicht sportlich. Also mein Talent, mein Hobby ist ja kein Talent, was ich habe. Mein Hobby liegt daran, einfach für Leute was Videos herzustellen. Für meine Abonnenten, für meine Zuschauer, einfach so mal ein LP zu machen und dabei zu chillen. Das ist so gesagt ein bisschen mein Hobby und das finde ich auch alles richtig so. Also keine Sorge zum Beschweren, das ist alles im grünen Bereich. Ich muss jetzt bloß auf eins achten, Leute, und da müsst ihr mich darauf anweisen. Ich muss die Setzlinge bewahren. Da baue ich erstmal so ein bisschen was ab. Muss jetzt mindestens. Ach, ich meine Spitzhacke jetzt kaputt, ey. Spitzhacke mit Laubkillen, alles klar. Das geht, Wahnsinn. Tja, bei Minecraft ist alles möglich. Wie man das so schön empfinden tut. So, jetzt brauche ich erstmal den. Gut, jetzt habe ich wieder eine Schwarzeiche zusammengesammelt. Für die brauchst du leider 4 Setzlinge auf einmal. Okay. Und dann brauchen wir wieder eine Menge Stöcker. Früher waren ja Zäune, glaube ich. Stimmt. Früher waren Zäune nur aus Stöckern. Jetzt ist das ein bisschen anders. Folgendermaßen. Nein. War das schon richtig? Scheiße. So, ein Bullshit. Oh, scheiß Dreck. Ich muss da erstmal Auto speichern lassen. Spielt man wirklich schon wieder 5 Minuten? 3. Naja, okay. Gut. Wie waren das? Oh, ich bin jetzt total verkacken, ey. Wahnsinn. Gut. Muss ich erstmal. Ja, ich muss. Rede doch mal anderes Beitrag, ey. Du bist ja wirklich kein guter Wortwahlexperte. Nein, das war ich noch nie. So, jetzt gibt's noch ein paar Zäunchen mehr. Das war das Falsche. Und dann werden wir erstmal den ganzen Schrott hier los. Ich mache das immer so ein bisschen professionell. Ob das andere jetzt als professionell empfinden, ist eine andere Sache. Aber ich finde, so einen Zaun so einfach auf Rasen zu bauen, ist auch ein bisschen lamer. Deshalb werde ich da erstmal
den jetzt hier nochmal eine Reihe nach unten bauen und werde da dann so eine kleine Cobblestone-Wand da in der ersten Ebene bauen. Und dass die ganzen Hackschafe und die anderen Viecher hier nicht reinkommen, würde ich euch am besten empfehlen, baut eure Ebenen ein bisschen weg, eure erhöhten Vorsprünge, weil dann ist auch die Garantie, dass sie das ungewünschte Gäste euren Garten nicht betreten. Ja, wer will schon unerwünschte Gäste haben? Ich. Nein, um Gottes Willen. Ich rede nur mal gerne Mist, das ist normal bei mir. Die meisten wissen das ja, glaube ich schon. Dass sie gerne mal ein bisschen Scheiße reden, du. Aber um keinen zu ärgern, keine Sorge. Und hier mache ich jetzt mal was anderes, warte mal, ich habe einen Plan. Die Stufen freame ich weg. Und baue stattdessen da was anderes hin. Werde gleich sehen, was. Als allererstes. Ups, ich. Oder? Doch, ich habe noch ein bisschen Birkenholz. So, jetzt müssen wir erstmal googeln. Nein. 16, 30, 20 oder sonst wie kann ich sehen. Sollen reichen. Gut. Jetzt muss ich erstmal wieder Stöcker herstellen. Ach, wie schön. Und dann werde ich jetzt mal ein bisschen was vorführen. Hey, führ mir was vor. Spider-Käse mal wieder echt, dann ist er echt wieder an Scheiße reden und führt irgendwas vor. Wahrscheinlich nichts Gesundes. Ja, von so gesunden Fernsehen bin ich sowieso nicht so ein Freund. Ich gucke gerne mal schlechtes Fernsehen. Horrorfilme, South Park. Also für sowas bin ich echt der Freund von. Ja, sieht jetzt ein bisschen ulkig aus, aber ich hab das gemacht, dass die, weil die Viecher laufen manchmal auch hier durch. Wie diese Krampe hier, die hat das zum Beispiel ja nicht zu suchen. Hau bloß ab. So eine verkrampften Kühe kann ich echt nicht gebrauchen. Wenn ich meine Tierzucht mache, dann warte ich, bis die sich irgendwo einfangen. Weil manchmal fangen sich Tiere in so einer Wasserschlucht ein. Also, so gesagt, ist ein guter Satz. Ist die logischste Antwort, die ich jetzt rausgebracht habe. Ganz genau. Ja, wie so gesagt, in Wasserschluchten, da das verfangen die Viecher sich manchmal auch immer. Ich brauche eindeutig mehr Stein. Und dann werde ich mal so zu meinem Steinbruch wandern. Jo. Und ihr wollt mal was Wichtiges wissen über Minecraft? Ich werde gleich sagen, was. Und das ist nicht das Wort Cobblestone abbauen, das Cobblestone auf Deutsch Bruchstein heißt. Oder sonst wie Stein, das ist mir egal. Dann haben wir schon mal nochmal einen Cave gefunden. Och, sehr gut. Haben wir schon mal zwei Höhlen. So mehr, desto besser, sagt man ja so schön. Obwohl der Cave ist auch ganz schön den Kopf verdrehen können. Gut. Wollte jetzt nicht so viel Müll sammeln, deshalb lasse ich das erstmal da bleiben. Und meine lieben Leute, jetzt zeige ich euch mal, was man... Was die meisten wahrscheinlich nicht wissen. Dazu schwimmen wir mal ein bisschen. Und schwimmen ist nicht die Antwort, nein. Ihr seht doch da, wo mein Fadenkreuz ist, diese Eichen da stehen. Ja, ich weiß, es gibt überall Eichen bei Minecraft. Aber ich möchte euch jetzt mal was sagen. Diese Art von Eiche mit Ranken ist nicht nacherzeugbar. Das heißt, diese Eichen kann man nicht nacherzeugen. Wenn du den Baum erstmal abbaust, war's das. Wow, was für eine interessante Meldung. Er redet über Eichen, die man nicht nachzeugen kann. Wow, bin ich ein Milchbubi, nicht wahr? Tja. Aber es ist ja auch mal was Wissenwertes.
Ob es ihr gerade als Wissen wert empfindet, ist eine andere Frage. Aber ich wollte das einfach mal so loswerden, wisst ihr? Wie ihr sagt, ne, Peter, soll man ja auch ein bisschen mal was erzählen und nicht nur über Physik reden, wo man irgendwelche Dingerchen schweben lässt oder der große Gott in der Religionsunterricht sonst was tut. Nein, das möchte so gut wie keiner. So, und hier baue ich jetzt zuerst mal so einen kleinen Eingang. Und nun werden wir mal die Schwarzeichenzäune hinbauen. Ach, das ganze dämliche Strip, das ist manchmal auch im Weg. Mach das mal nicht weg aus meinem Garten. So, gut. Hat sogar ganz knapp ausgereicht. Perfekt. Und dann würde ich jetzt, weil wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, nach Kürbissen Ausschau halten. Ich weiß, ich habe Kürbissamen in Mein Inventar. aber ich möchte gerne mal nach Kürbissen suchen und möchte damit den Garten beleuchten. Also gehen wir mal auf das Search. Ich möchte auch nicht alles mit Glowstone beleuchten. Ein bisschen abwechslungsreich und LP ist auch gut. Oh, Weizen. Das kann ich. Ich bin, wenn es dunkel ist, erinnert mich dran, ich will noch mal im Dorf rüber. Ich will nämlich ein bisschen plündern nachher. Ja. Ich werde ein wenig plündern. Aber erstmal muss ich warten, bis die Zeit angebrochen ist. Jetzt suche ich jetzt, wann es ist, vergeblich nach Kürbissen. Kürbissen? Kannst du überhaupt noch Deutsch, Spider-Kill? Nein. Kann ich und möchte ich nicht. Schule ist einfach nicht mein Ding. Und das war es auch noch nie, liebe Zuschauer. Ich meine, ob ihr Schule mögt, ist eine andere Sache. Das geht ja wahrscheinlich nur euch und eure Kumpels was an. Meine Abonnenten sagen nur nicht gerade, was sie das und das gemacht haben. Also warum soll ich denn immer übers Lernen oder über Alltag reden? Weil Alltag hat jeder mal. Gibt da keinen Typen, der jeden Tag ein Abenteuer hat. Sei denn, man ist bei Minecraft, dann ist es was anderes. Ich laufe erstmal die ganze Karte. Es wäre ja echt toller die Waldfee, wenn jetzt hier keine. Wie sagt man, wenn es hier jetzt keine Kürbisse gibt? Kürbisentzug! Witzig. Kürbisentzug, alles klar. Typisch Spider-Kill. Er denkt sich mal wieder die hilfreichsten Worte aus, die ihm wahrscheinlich gar keine Hilfe verabreichen. Dann laufen wir und laufen wir und laufen, 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 lauf, 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 mein Waluigi-Skin, lauf irgendwo lang. Dann wirst du sehen, wo du ankommst. Laufen. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hier lang geht, ey. Alter Schwede, nicht schon wieder die Grenze. Na, scheiß drauf, finde ich heute mal keine Kürbisse. Ja, ich finde das so ein bisschen ulkig, wenn man. Ja, wenn man hier die ganzen Fackeln in den Regen stellen tut. Sieht ein bisschen ulkig aus. Mein Empfinden, ja. Ich laufe durch einen wunderschönen Märchenwald, der wahrscheinlich jetzt von Wölfen umsehen ist. Und deshalb versuche ich auch hier einen Baum hier umzuschlagen, weil fremden Gebieten, da möchte ich erstmal nicht so gesagt hier den Typen mit der fliegenden Spitzhacke sein. Ist doch einfach bloß scheiß Kürbisse, ja. Aber ich glaube, die Suche ist vergeblich.
Lauf, kleiner Minecraft-Typ, lauf. Lauf. Ich suche nach Kürbissen, ey. Aber ich finde keine. Nicht mal einen Kürbis, der meinen Garten behellen kann. Das ist scheiße. Oh ja. Das ist mal so richtiger Schrot, Alter. Na, dann mache ich das anders. Hab schon einen Plan, wie. Dann doch, blaues Dorn werdet aber ein bisschen dekorativ darstellen. Wow, da oben ist ein Kürbis. Gerade wo ich aufgeben wollte. Jena reicht schon aus, um den Garten zu beleuchten. Ja. So groß ist der Garten nun dann wieder nicht. Das ist wie es ist Lava, Alter. Doch ein Kürbis, geil. Daraus mache ich mir gleich eine Kürbislaterne. Und dann werde ich im nächsten Part wahrscheinlich dann selber Kürbische pflanzen. Kürbische, oh, ich kann kein Deutsch. Undeutscher LP-Typ. Naja, undeutsch sprechen, so gesagt. Sprech mein eigenes Deutsch. Ja. So, okay. Dann laufen wir und laufen wir und laufen, bis die Füße brechen. Bis wahrscheinlich die Stumpen von Waluigi da brechen tun. Ja. Suche ich erstmal wieder meine Heimat. Was sagt die Uhr? 17 Minuten, haben wir noch genug gehabt. Muss erstmal meine Hütte wiederfinden. Ja, ist schon ein kleineres Haus, aber die NPC-Dorfhäuser schmieden immer noch Konkurrenz. Ist ja klar, Runde für Villagers gebaut. Die Snobs von Minecraft. Lauf! Ja, die haben wieder so eine öden Fackeln da. Den will ich erkennen, den Saftsack, Alter. Versteck sich, ja? Sackeln sich steckt. Ups, wollte ich nicht. Ich will ja diese Sau hier töten, ey. Ich will jetzt eine Hase. Gut, tot. Ja, ich bin mal ein netter Typ und pflanze da wieder hin. Ich wollte erst eine Nacht plündern, das schaffe ich aber heute nicht mehr. So, nichts gemacht, sorry, ich hab nichts gemacht. Hat ja keiner gesehen, Gott sei Dank. Ja. Denken wir bestimmt alle, was jucken das die Villagers, wenn du Sachen klaust. Hab immer so eine Zweifel, wenn du irgendwie nachher später plündern tust oder so. Und die haben Eisengolem, dass der Eisengolem dich trotzdem killen tut. Toll, ich finde mein Haus wieder nicht. Na, Sané, gibt doch noch drei Dörfer, ey, das wäre wohl der größte Witz. Haha, da lache ich aber. Ach, ist mal wieder ja nicht hier mit Autospeichern. Doch, wenn ich was gesagt habe, spurt es auch, sehr schön. Ach, ey, man wird's. Ach. Zwei Dörfer, aber bloß eine Hütte. Warte mal. Das nehme ich immer gleich mit. Zuckerrohr ist auch immer gut. Jetzt muss ich bloß meine Hütte wiederfinden. Oh, jetzt wird's dunkel. Jetzt werde ich mal doch mal ein bisschen plündern. Jetzt laufen die alle in den Häuser hier drin. Jetzt werde ich erst ein bisschen das Dorf ausrauben. Nein, ich werde keine Bücher kaputt hauen. Bücherregale lasse ich mir lieber, die pflanze ich mir selber. Ich muss erstmal wieder meine Hütte finden, ey, was soll denn das? Was ist denn das für ein billiger Glitch, ey? Hinter den Lavasee sind, ich gebe doch drei Dörfer. Da ist ein Lavasee. Das andere Dorf ist dann bestimmt da hinten, ja. Ja, witzig, drei auf so einen engen Fleck, Alter. Ich will auch mal eine. Ey, komm her, du scheiß Tier, Alter.
Steh du! Braucht deine Pfoten für einen Schnelligkeitstrank. Ich habe schon Hasenpfoten. Oh, zwei habe ich schon. Gut. Ja, ich hab's doch gesagt, hier ist mir ein richtiges Dorf. Weil wir jetzt noch ein wenig Zeit haben und die Krampe hier töten tun. Ja, renn mal weg. Safe Suicide Attack. Frau Hasen gerne mit der Spitzhacke kaputt. Oder zunichte, zur Vernichtung. Nein, ich rede jetzt nicht über den über die böse Eigenschaft aus den 30ern oder 40ern. Rotkohl. Nimm mal was mit. Jetzt sieht es ja keiner, jetzt sieht es ja keiner. Darf bloß keine Beweisspuren hinterlassen. Ich meine damit, ich will mir einfach mal ein bisschen was gönnen. Sollte schon reichen, ja. Gut. Das sollte schon reichen mit der Wirtschaft. So, jetzt werde ich erstmal. Hier baue ich erstmal eine Soundtour rein. Mache ich ein bisschen gleich. Habe ich noch Stöcker da? Jupp. Witzig. Komm schon, bevor die ganzen Hackviecher hier drin laufen. Kenner so einen Hackfressen ja auch nicht beeinflussen, wo die lang laufen. Es sei denn, man stellt einen Schafen. Naja, Schafe ignorieren Wölfe auch gerade so knapp. Die interessiert es auch nicht, wenn die tötet werden. Die laufen nur kurz weg. Aber Wölfe ausweichen tun sie auch nicht gerade, nee. Und da brauche ich jetzt mal noch den Rest, was ich hier habe. Nehme ich mir jetzt mal in der Mitte und baue hier so in der Mitte den Kürbis hin. Den mache ich mal ein bisschen dekorativ. Der Garten ja nicht zu oll aussieht, weil so ein Kürbis da wieder auf den grünen Rasen zu schmeißen, das bringt ja auch nichts. Da mache ich mal so einen hübschen Weg hierher. Dafür reicht ja der Stein gerade noch aus. So, und jetzt nehmen wir mal eine Fackel. Da haben wir ja schon mal eine gratis. Und stellen uns Kürbislaternen her. Und stellen ihn so ein bisschen in der Mitte. Ungefähr so, genau. Und hier baue ich dann auch eine Fackel hin. Moment. Jetzt irgendwann ein bisschen abkloppeln. War das gerade ein Wolf, der knotert? Ständig hält er wieder irgendwelche Schafe. Ich habe ja keine Schlagen, nee. Daran würde ich mich ja dann erinnern. So, jetzt werden wir schnell ein bisschen Kohle nehmen. Kohle mit dem Stick verbinden. Verbinden wir mal Kohle mit dem Stick. Ja. Können wir gleich vier nehmen. So. Die ganzen Errungenschaften vor dem ausgeplünderten Dorf kommen erstmal so gesagt hier hinein. So, und als nächstes. Ups, shit! Sehe nicht so gerne Fackeln im Regen stehen. Da brauche ich jetzt hier unten noch einer so hin. Ja, und was sagt denn die Uhr? Oh, 24 Minuten. Ja, Leute, ich muss dann erstmal aufhören. Stell mich jetzt Abschied noch ein bisschen im Haus rein. Also, bis dann.